jetzt? Ja, endlich. Jetzt kommt gleich eine Szene, da wollte ich schon wieder auf Dice schimpfen. Boah, getroffen. Servus zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Diesmal auf der Map Nansha Angriff, ein Domination-Spielmodus. Und gespielt habe ich das Ganze hier mit der RPK-74M, das ist ein LMG. Drauf habe ich das Cobra-Visier, den Schalldämpfer und den Kurzgriff. Ja, was ist mein Thema heute? Und zwar ganz einfach, ich werde mal ein Update machen. Es ist jetzt circa, glaube ich, sogar auf den Tag genau, bin ich mir näher, ich glaube nicht ganz, aber es ist jetzt ein halbes Jahr, ist Battlefield 4 draußen. 6 Monate sozusagen nach Release. Mein Fazit, die ersten 6 Monate, ihr wisst alle, was ich dazu sagen möchte, aber ich drück's mal so aus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Abgesehen davon ist es dennoch meiner Meinung nach immer noch das beste, der beste Shooter, der momentan auf dem Markt ist. Es gibt leider keine Alternativen und deswegen bleibt einem ja eben nicht viel übrig, außer Battlefield 4 zu zocken, weil Call of Duty ist ja noch schlechter. Ja, ihr wisst, erkennt man meine Meinung. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich wurde letztens in einem meiner Videos in den Kommentaren gefragt, ob es denn jetzt was Neues gibt, ob jetzt Battlefield 4 schon besser läuft. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich dieses Update-Video. Und in dem Sinne möchte ich sagen, ja, es läuft besser. Also im Verhältnis, im Vergleich, sage ich jetzt mal, zu den ersten 5 Monaten läuft es etwas runder. Und ich habe auch das Gefühl langsam, dass sich DICE oder seitens EA, sie sich eben eventuell sogar mehr bemühen, dass es runterläuft. Und zwar merke ich das eben aus dem Grund, weil sie eigens jetzt extra Testserver bereitgestellt haben. Und zwar momentan, ich glaube immer noch, also nur auf PC, also vorerst auf den Konsolen. Weiß ich jetzt nicht, ob es kommt, aber es hieß, dass es kommen soll. Und um eben gewisse Problematiken noch aus der Welt zu schaffen. Aber dennoch, sage ich jetzt mal, läuft es jetzt ziemlich flüssig. Es läuft, sage ich jetzt mal, rund. Es hat zwar noch hier und da eine kleine Ecke, die jetzt eben nicht funktioniert. Wie jetzt zum Beispiel gerade auf der Map ist es eben so bei Naval Strike, dass jetzt zum Beispiel eben die Map noch nicht ladet, wenn das Spiel beginnt, oder ihr kennt ja auch diese Problematiken, wenn ihr zum Beispiel ein Spiel neu startet, dass ihr noch keine Waffe in der Hand habt. Dann der berühmte Netcode zum Beispiel ist immer noch existent, aber da merke ich eben auch, da werde ich mal unten noch einen Link reinsetzen, da könnt ihr es selber gerne nachlesen. Für alle aber, die nicht so gerne lesen, werde ich es versuchen, etwas zu erklären. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Und zwar geht es hier um den Netcode. Und da merkt man auch, dass sich DICE eben durch diese Testserver bemüht, das Problem, sage ich jetzt mal, in den Griff zu kriegen. Und jetzt nochmal zum Netcode. Was bedeutet das oder was heißt das? Ich werde es mal jetzt ohne Fachsimpelerei und ohne drumherum zu reden, einfach mal kurz und bündig mal versuchen zu erklären, sodass es eben jeder versteht. Und zwar geht es eben darum, dass jetzt zum Beispiel meine Playstation oder jetzt mein PC, aber im Grunde, ich muss jetzt leider von der Konsole ausgehen, schickt Informationen an den Server. So, und das sage ich jetzt mal, meine Konsole schickt sozusagen 3 Informationspakete innerhalb von einer Sekunde an den Server. Ja, das Problem ist aber, dass der Server nur ein Paket in einer Sekunde wieder zurückschickt. Also das heißt, wenn ich jetzt eben das Gefühl habe, ich bin in Deckung, dann ist es eben so, dass es der Gegenüber oder der Gegner wahrscheinlich mich immer noch sieht. Und das ist das Problem, ganz einfach. Ich denke mal, leichter kann man es nicht erklären. Und das Problem wollen sie eben in den Griff kriegen durch diese Testserver. Und sie haben eben auch festgestellt, beziehungsweise gesagt, dass sie dieselbe oder sogar eine erhöhte Datenpaketanzahl in der Sekunde wieder zurückschicken wollen an den Host oder an die Playstation oder an den PC eben. Dass solche Problematiken gar nicht mehr erst auftauchen. Also das heißt, wenn ich dann irgendwann, ich hoffe, dass es zum neuen DLC geschieht, aber wenn ich dann praktisch in Deckung bin, dass ich dann auch für die Gegner in Deckung bin und nicht nur ich das Gefühl habe, in Deckung zu sein.
Und für alle, die jetzt behaupten, sie kennen dieses Problem nicht, da muss ich jetzt klipp und klar mal ganz ehrlich sagen, das sind für mich Lügner, weil sonst würde sich ja die Community oder DICE oder EA ja nicht damit beschäftigen, wenn es dieses Problem nicht gäbe. Und deswegen klipp und klar, lest es selber nochmal, unten werde ich es verlinken in der Beschreibung. Es ist diese Problematik da und sie tun aber was dafür und das finde ich, jetzt muss ich eben sagen, positiv und finde ich toll von DICE, dass, oder von eben, von beiden jetzt, dass sie sich, sage ich jetzt mal, endlich drum bemühen, uns Spieler, sage ich jetzt mal, das Spielvergnügen jetzt annehmbar zu machen. Wobei ich jetzt da auch wieder aber Vergleiche ziehen muss zu Battlefield 3. Da habe ich ja eben durch Hörensagen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe es leider nicht an eigener Erfahrung, ich bin erst zum letzten DLC mit eingestiegen, leider, muss ich sagen. Aber ich habe eben auch gehört, dass es da wohl anfangs auch diese Problematiken gab und sie eben erst zu den letzten DLCs praktisch besser geworden sind und das Spiel auch spielbar geworden ist. Und also können wir ja nur hoffen, dass jetzt zum nächsten DLC praktisch das Battlefield 4 auch besser wird. Aber ich denke mal, ich gehe davon aus, dass sie es diesmal in den Griff kriegen und natürlich wird es hier und da noch ein, zwei Probleme geben, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich denke schon, dass sie es in den Griff kriegen. Wie gesagt, die Beweise sind ja da. So, und das war es jetzt eigentlich. Ich würde mir natürlich, ja, von meiner Seite, es gibt ja auch nicht viel Neues, außer eben, dass jetzt die DLCs bald kommen, also das neue DLC bald kommt. Wann genau, weiß ich leider immer noch nicht. Aber ich hoffe, dass es noch vor, also vor der E3 vielleicht sogar kommt oder erst, oder ja, im Juni halt. Ansonsten würde ich mir gerne wünschen zum neuen DLC oder zum neuen Patch, dass solche Sachen wie zum Beispiel, das kennt jeder von euch, diese ominösen Headshots zum Beispiel. Ich habe es in den letzten Videos auch schon, glaube ich, mal erwähnt oder so gesagt. Ja, es sind so Situationen, jeder kennt sie, ich werde es mal kurz erklären. Gegner und du selber, also zwei Mann praktisch, laufen gleichzeitig durch eine Tür durch. Also du willst raus, der Gegner will rein, damit ihr versteht, was ich meine. Ihr schießt beide gleichzeitig, du stirbst an einem Headshot. Und dann frage ich mich, wie ist denn der Gegner mit seiner Waffe durch diese Tür gelaufen? Also man berührt sich schon fast. Das heißt ja, er muss ja die Waffe praktisch, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, mit dem Lauf nach oben direkt an seinem Körper durch diese Tür gelaufen sein, um dich praktisch mit einem Headshot zu erledigen. Was unmöglich ist. Seid mir nicht böse, weil die Gefahr, sich selber damit zu erschießen, in Wirklichkeit ist einfach zu groß. Also kein Mensch läuft so. Die Waffe ist immer nach vorne gerichtet. Und vor allem, wenn man läuft, schießt man ja in der Regel aus der Hüfte. Und da versucht man natürlich, den Gegner mit Sicherheit nicht am Kopf zu treffen. Also das heißt, man hält das Gewehr mit Sicherheit nicht hoch, sondern versucht eben den Oberkörper zu treffen. Zumindest damit eben diese, sag ich jetzt mal, diese Kugelwirkung auf den Einfluss nehmen kann, damit er dich nicht erschießt. Und deswegen gehe ich, das sind halt so ominöse Headshots, die echt eklatant sind und die es bei Battlefield 3 eben nicht gab. Seid mir nicht böse, aber es ist so. Das ist ganz merkwürdig. In manchen Situationen eben, wie gesagt, ihr läuft beide durch eine Tür, Headshot. Oder ihr läuft beide um eine Ecke gleichzeitig. Das sind ja so Situationen, die gleichzeitig passieren. Ich meine, wenn mich jemand von Weitem mit einem Headshot wegholt, okay, Kugelstreuung und, lasse ich mir ja eingehen. Aber nicht in solchen Situationen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, was ich mir wünsche, dass sie diese Headshots endlich in den Griff kriegen und dass es fairer wird einfach. Ja, weil das ist das... Ich merke es ja auch bei mir, wenn ich jemanden kill, einen Headshot, nie und nimmer habe ich dem auf den Kopf gezielt. Versteht ihr, was ich meine? Hey, das ist echt unmöglich. Also das ist wieder so eine Situation, die sollen sie nochmal überdenken. Was stört mich noch? Das werde ich... Ja, ich werde... Weiß ich nicht. Aber das zum Beispiel... Ja, doch, ich werde es jetzt erwähnen. Dass ich zum Beispiel mit einem Panzer einen lächerlichen Baum nicht umfahren kann. Ich kann Betonwände einreißen, aber was heißt Baum? An so einem Strauch mit einem Panzer bleibe ich hängen und komme nicht mehr weiter. Also auch sehr unrealistisch. Vor allem, wenn man bedenkt, ich habe heute erst... Jeder, der es kennt, Facebook, die Männerseite, geht mal rein... Und guckt euch das an, weil da ist eben so ein Panzervideo drin. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch verlinken werde, dieses Video. Oh ja, warum eigentlich nicht? Schauen wir mal, ob ich es schon kriege.
Wenn ich es hinkriege, dann werdet ihr es im Anschluss sehen. Wenn nicht, dann schaut es euch das selber an. Eben wie gesagt, das ist bei Facebook. Gibt einen die Männerseite. Das ist so ein blauer Hintergrund mit einem weißen Manschka, glaube ich, ist drin. So, und da gibt es eben so ein Panzervideo. Und da seht ihr, dass ein Panzer in einen Graben reinfährt und wirklich, also wirklich steil nach oben praktisch raufschaut. Und normalerweise bei Battlefield wäre es eben halt so aus vorbei. Das Panzer, kannst du in den Wind schießen, musst aufsteigen und zu Fuß weiterlaufen. Aber da seht ihr praktisch, der Panzer gibt einmal Gas, hebt fast die ganze Erde mit raus und fährt trotzdem weiter. Deswegen ein Punkt auch dazu, wo man sich sagt, ich verstehe, dass es nicht kein reeller Shooter ist, da gibt es andere, aber ein bisschen Realismus könnten sie eben mit einbauen, dass ich eben zum Beispiel mit einem Panzer einen Strauch ohne weiteres überfahren kann oder wie auch immer, aber nicht an einem Hängen bleiben oder eben so einen Graben dann nicht mehr weiterkommen. Weder nach links noch nach rechts oder eben das, ja, ihr wisst, was ich alles meine, ihr kennt diese Situationen, wo man eben überall hängen bleibt. Genauso ist es auch als Soldat, wenn man zum Beispiel, da hängt eine Fahne runter, bei Ding ist es zum Beispiel so, bei China Rising, nicht China Rising, Entschuldigung, bei Shanghai, bei dieser Map, wenn ihr unten bei der Flagge C, glaube ich, ist das, im Team Deathmatch-Bereich halt, wenn ihr da in dieser Einkaufspassage seid, da hängen noch so Fahnen runter, man sagt auch Banner dazu, ja, da könnt ihr nicht durchlaufen. Das geht nicht, ihr müsst um diese Fahne rumlaufen. Das muss ich auch sagen, hallo, das ist doch eine Fahne, oder nicht? Theoretisch kannst du da einfach durchlaufen, aber in dem Spiel eben nicht. Da bleibt man daran kleben oder an einem Feuerlöscher, der an der Wand hängt. Hat mich auch schon das Leben gekostet. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine, das sind so Kleinigkeiten. Wenn sich das dann jetzt im Laufe der nächsten ein, zwei DLCs, die kommen da noch, verbessern würde, dann wird es immer perfekter und dann würde ich auch eigentlich mal zufrieden sein. Das andere Problem ist halt, wenn das dann das Spiel fertig ist und die letzten DLCs rauskommen und nehmen wir mal, es läuft dann rund, ja, dann kommt ja schon das neue Battlefield und das hat wahrscheinlich dieselben Kinderkrankheiten, weil man lernt ja nichts aus Fehlern, man baut ja dieselben Fehler wieder mit Absicht ein, damit die Leute eben was zum Reden haben. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ist. Ansonsten denke ich, ja, es gibt nichts mehr Neues, das wollte ich sagen. Ich habe das eben das Gefühl, dass das DICE was dafür tut, dass es besser läuft. Ich werde, wie gesagt, die zwei Links, vielleicht sogar noch das Video von dem Panzer mit hinten ranhängen. Die Links auf alle Fälle unten rein und dann werdet ihr selber sehen, dass es eben so ist. Genauso mit diesen Headshots zum Beispiel, da habe ich bei Battlelog einen super Artikel gelesen, wo sich einer darüber auch, sage ich jetzt mal, moniert hat. Den werde ich euch auch noch unten mit reinhauen in die Beschreibung, also den Link dazu, damit ihr das eben auch nochmal durchlesen könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust dazu habt. Ich bin ja auch so eine zum Beispiel, ich bin keine Leseratte, ich hasse es. Ich höre lieber zu oder lasse es mir von jemandem erklären. Und deswegen hoffe ich auch, dass euch meine kleine Beispiel-Netcode-Erklärung geholfen hat. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe es mir ja auch die Mühe gemacht, das durchzulesen. Also ich hoffe, dass es euch auch die Mühe macht, euch durchzulesen, weil dann versteht ihr nämlich auch, um was es da geht oder beziehungsweise warum diese Problematiken herrschen. Ansonsten gibt es nichts Neues. Das war's. Denke ich mal. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ciao, bis zum nächsten.
Bravo erobert. Einsatzziel Alpha 0.